Herzlich willkommen zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Jetzt haben wir noch mal ein richtiges Hochsommerwochenende, teilweise mit Temperaturen von über 30 Grad. Das ist für den August durchaus normal. Es kommt aber nicht nur warme Luft, sondern auch sehr feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns. Damit muss der Organismus erstmal fertig werden. Erstes Gebot: viel, viel trinken. Und dann, wenn Sie es schaffen, die Mittagssonne so zwischen 12 und 16 Uhr zu meiden, dann sollten Sie es ganz gut überstehen, denn diese kleine Hitzewelle ist auch nicht von langer Dauer. Denn in der kommenden Woche setzt sich von Nordwesten deutlich kühlere Luft bei uns durch. Hier zu sehen am Temperaturtrend für Bremen, Erfurt und München. Da pendelt sich die Temperatur bei allen Städten bis Mittwoch nur noch so auf 20 Grad ein. Auch der Sonntag wird bei uns in Rheinland-Pfalz erstmal noch sonnig und trocken mit 25 Grad in der Eifel und 30 in der Pfalz. Ein geringes Gewitterrisiko am Nachmittag und Abend für die Südpfalz. Der Montag, der wird bereits deutlich kühler mit Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad, im Bergland um 18. Dazu weht ein zeitweise böiger West-Südwestwind. Es gibt Schauer oder Regen, der sich auch mal wie in einem kräftigen Schauer verstärken kann. Es folgt eine kühle Nacht zu Dienstag mit Abkühlung auf 13 bis 9 Grad, im Bergland sogar nur 6 Grad. Auch am Dienstag mehr Wolken als Sonne, aber nur noch vereinzelt Schauer bei nur noch 17 bis 20 Grad, im Bergland um 15. Der Mittwoch bringt einen Sonne-Wolken-Mix, Schauer nur vereinzelt und es bleibt weiterhin etwas kühler. Das heißt, Sie können Ihre überhitzten Räume jetzt wieder sehr gut durchlüften. Ventilatoren zur Abkühlung brauchen Sie definitiv keine mehr. Dr. Gerhard ist da sowieso kein Freund von. Warum, wird er Ihnen gleich erklären. Ja, liebe Inge, du hast recht. Ich sehe das mit diesen Ventilatoren etwas kritisch. Natürlich tut das erstmal gut, ja, und kann man auch mal machen. Man sollte sich nur nie direkt so anwehen lassen, also sich so in die Zugluft setzen. Das birgt Gefahren. Ich werde darauf eingehen. Und immer nur kurz. Ja, und also nachts zum Beispiel sich dann die ganze Nacht so anwehen lassen, sich einer Zugluft aussetzen. Die ganze Nacht halte ich nichts davon, aus folgenden Gründen. Die Temperatur wird hier im Rachenraum abgesenkt, das lieben die Viren, können angreifen, schon entsteht die Sommererkältung. Dann wird natürlich alles, was im Raum ist, Hausstaub, Katzenhaare, Pollen, wird aufgewirbelt, Allergiker haben das Nachsehen. Und man schwitzt ja schon etwas dann. Und wenn dann der Schweiß auf der Haut verdunstet, gibt es die Verdunstungskälte, das kennen Sie, das habe ich schon oft erzählt, und unten drunter verspannt die Muskulatur. Also was tun? Man kann den Ventilator irgendwo anders hinstellen im Raum, kann zum Beispiel Wasserflaschen, die vorher im Eisfach waren, davor stellen, was drunter stellen, weil es gibt Kondenswasser, und dann wird die Luft insgesamt kühler. Nachts würde ich empfehlen einen Deckenventilator, den kann man auch etwas runterregulieren, so ganz leicht, dass man das gar nicht so direkt merkt. Und man kann noch eins machen, das haben mir auch Patienten erzählt, man kann eine Zeitschaltuhr dazwischen schalten, dass der wirklich nur eine Stunde zum Beispiel an ist. Inzwischen ist man eingeschlafen und schläft gut weiter. Also es gibt da schon Möglichkeiten, wie man das Ganze verträglich macht, damit es nicht so kommt, dass man im Moment das gut tut und dann der Rest ist dann nicht gut, ist dann sogar, man wird sogar krank. Ja? Also sowohl als auch, ja, als auch nein, aber ja mit den richtigen Maßnahmen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.